Platz in Weiher. Da hat sich jetzt auch viel getan. Da drüben liegt das Material für den Oberbau der Dirtbike-Bahn. Also die oberste Schicht muss natürlich sehr gute, besondere Qualität haben, damit die Biker das modellieren können. Da kommt ja nächste Woche dann der Profi von der Firma Flow Trail, der Reitberger, der das dann noch optimiert und modelliert. Und hier sieht man den neuen Basketballkorb mit dem Beachsand. Es wird also ein Beach-Basketballfeld-Sport, der immer mehr im Kommen ist. Und wir wollen es einfach mal probieren, ob das bei uns auch funktioniert. Und hinten das große, wirklich super beliebte Beachvolleyballfeld. Dann der schöne Unterstand am Bolzplatz Weiher und die neuen Spielgeräte, das Mikado und die hohe Schaukel am Bolzplatz Weiher. Es fehlt bloß noch gutes Wetter.